Ich bin Dan Aykroyd. Sie kennen mich als Autor und als Schauspieler, aber darüber hinaus hat mich stets das Übernatürliche und das Paranormale beschäftigt. Zeit, Raum und Materie sind ständig Veränderungen unterworfen, die unserer vierdimensionalen Welt spotten. Dies ist der Psi-Bereich. Ein Bereich, in dem konventionelle Wissenschaft nicht mehr ausreicht. Die folgende Geschichte ist ein Beispiel für dieses Thema und sie wurde von einem Fall inspiriert, den das Office of Scientific Investigation and Research untersucht hat. Mia, komm doch. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Kommen Sie schon, wir müssen weiter. Okay, wir trennen uns hier. Wir teilen uns auf? Ja, wir teilen uns auf. Also dann, Lindsay, Sie gehen da vorn weiter. Und Mia, Sie gehen da unten lang. Ich gehe da oben lang. Also kriege ich wieder den goldenen Mittelweg. Halten Sie ständig Verbindung. So weit, so gut. Sie meinen, Sie haben was gefunden? Negativ. Und bei Ihnen, Pete? Nein, noch gar nichts. Claire ist hier. Wo? Hier. Bin sofort da, Mia. Hallo Mia. Ich bin froh, dass Sie noch kommen konnten. Anfangs hatten wir noch die Vermutung, dies wären die Überreste eines Kindes mit genetischen Defekten oder ein missglücktes Biokonstrukt. Das die Regierung geheim halten wollte. Genau. Ich halte es für außerirdisch. Ja. Erschreckt. Was ist los, Mia? Mann, ich hatte einen merkwürdigen Traum. Wie erfreulich. Und wie lange könnten Sie geschlafen haben? Weiß ich nicht genau. Als ich zuletzt hier vorbeikam, war es 7:30, also nicht viel länger als 20 Minuten. Es tut mir leid, Peter. Ich lasse die Aufnahmen nochmal durchlaufen. Ja, und behalten Sie dabei das Live-Bild im Auge, wenn es recht ist. Hören Sie, es tut mir leid, dass ich eingeschlafen bin. Das ist nicht das erste Mal vorgekommen. Es wird nicht wieder passieren. Das haben wir auch schon mal gehört.
Na? Was ist mit dir und Peter? Gar nichts. Willst du nicht doch die Wahrheit sagen, Mia? Wie bitte? Ich weiß, dass du eingeschlafen bist. Sowas passiert. Ja. Nur mir. Du weißt, wie Peter sich wegen der Vorschriften manchmal anstellt. Kann man wohl laut sagen. Lass dich von ihm nicht ärgern. Und gib ihm keinen Grund dazu. Ich kam gerade von der Schicht. Es war noch nicht lange nach Mitternacht und ich war eben dabei, über den Parkplatz zu gehen. Und da hörte ich so ein Geräusch. Das kam von dem Gebäude, das leer steht, also von nebenan. Keine Ahnung wieso, ich dachte, dass ich da nachgucken müsste. Ich bin ja nicht vom Sicherheitsdienst. Aber da war dieses Geräusch. Ich dachte, ich muss dahin gehen. Gerald Jones, Alter 43 Jahre, er ist Hausmeister im Gebäude nebenan. Saubere Vorstellung soweit. Sie halten es für erfunden? Passen Sie mal auf. Da war ein Licht. Es war so ähnlich wie von einem Scheinwerfer. Und dann sah ich dieses Alien. Können Sie beschreiben, wie es aussah? Etwa 1,20 Meter groß. Und es sah komisch aus, so als wäre es tot oder sowas. Warum dachten Sie, es wäre ein Alien? Ich weiß nicht mehr, aber jedenfalls hat es gesprochen. Ich meine, sein Mund hat sich nicht bewegt, sich überhaupt nicht bewegt, aber es hat gesprochen. Ich konnte es im Kopf hören. Was hat es gesagt? Ich sollte vom Thurston-Gebäude wegbleiben oder es würde mich umbringen. Hat es gesagt, warum? Nein. Aber ich war wie gelähmt. Ich konnte nicht weglaufen. Das Ding hat das gemacht. Es hat das gemacht und ich weiß, es bringt mich um, wenn ich da nochmal hingehe. Ja, es würde mich umbringen. Zwei andere Arbeiter aus den Gebäuden nebenan wollen ebenfalls dieses Wesen gesehen haben. Kleine telepathische Männchen. Wie stellen sich die Thurstons an? Das ist eine seltsame Familie. Habe ich gehört. Seit 4 Wochen haben wir Sichtungen und die lassen uns noch immer nicht rein. Anton führt Gespräche mit dem Familiensyndikus. Morgen bekommen wir Zutritt, wenn wir Glück haben. Es kommt mir verdächtig vor, wenn Sie mich fragen. Ja. Irgendwas fühlt sich ungut an. Ungut? Inwiefern? Als ob ich mich fürchte. Als ob ich in Lebensgefahr wäre und ich vertraue keinem. Ist das so in Ihrem Traum oder in Wirklichkeit? Das ist es ja. Ich bin nicht sicher. Also schön. Erzählen Sie mir von Ihrem letzten Traum. In Ordnung. Ich bin im Lagerhaus. Das Thurston-Lagerhaus, meinen Sie? Ich glaube schon. Und Lindsay, Peter und Claire sind auch da. Und auf einem Tisch liegt so ein Körper. Ein ziemlich kleiner. Wie ein Kind. Aber es ist ein außerirdisches Wesen. Und einen Moment lang sehe ich, wie ich auf diesem Tisch liege, als wäre ich das Alien. Und sehen Sie sich selbst so? Wie ein Alien? Ja, manchmal. Wie war Ihre Reaktion auf dieses Alien? Zuerst Widerwillen. Furcht. Dann Mitleid. Gegenüber dem Alien? Ja. Claire wollte eine Autopsie an ihm durchführen. Ich sah die Hand und ihr Skalpell, aber ich konnte es nicht verhindern. Ich konnte mich nicht rühren, atmen auch nicht. Ich war ganz sicher, es würde noch leben. Und Claire schnitt mit dem Skalpell in diesen kleinen Körper. Was haben Sie gefühlt? Machtlosigkeit, Verantwortlichkeit. Wie können wir Menschen so kalt sein und es einfach aufschneiden? Was lernen wir denn, wenn wir es töten? Und dann trat so eine Substanz aus dem Körper aus und traf Peter im Gesicht. Er ist gestorben. Und ich wusste das, bevor es bitte. Anton, hallo. Peter, Lindsay. Ist das ein Privatgespräch? Nein. Ich rufe nur an, weil ich erzählen wollte, dass der Thurston-Familiensyndikus uns die Erlaubnis geben wird, für unsere Untersuchungen das Lagerhaus zu betreten. Oh gut, warum haben die sich's überlegt? Sie haben sich inzwischen über das OSIA genauer informiert. Glauben Sie, dass die was
zu verstecken haben? Das glaube ich zwar nicht, aber man weiß ja nie. Naja, wenn wir jetzt endlich in das Gebäude dürfen, sehen wir uns da mal um. Mia? Ich dachte, ich hätte was gehört. Ist irgendwas los? Nein, alles klar. In Ordnung. Wir teilen uns auf. Halten Sie ständig Verbindung. Mia? Peter? Was ist, Lindsay? Mia antwortet nicht. Mia, was ist los? Sie reagiert nicht mehr. Ja. Sie muss da irgendwo sein. Wir sollten sie mit dem Thermoscanner schnell haben. Wenn sie noch hier im Haus ist. Wieso sollte sie nicht mehr hier sein? Nicht so wichtig. Schon ein Signal? Nein, noch nicht. Na gut, dann los. Das Zeug nicht, es ist vielleicht giftig. Ich laufe noch mal ins Labor. Lindsay? Ja. Wo ist der hingegangen? Er will noch aus dem Labor ein Gerät besorgen. Mein Gott. Es hängt an den Wänden fest. An der Decke, dem Boden. Von meinem Gesicht wischen. Und keine Angst, Mia. Wir holen dich raus. Peter kommt gleich wieder. Versuch ruhig zu bleiben. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich hatte mich umgedreht und plötzlich saß sie fest. Ich konnte nichts sehen. Das hätte jedem von uns passieren können. Aber das ist es nicht. Sind Sie das, Pete? Hier, Lindsay. Anziehen. Mia, wir holen Sie da raus. Keine Angst. Wir holen dich raus. Wir holen dich gleich raus. Nur keine Angst. Stillhalten. Gut so, sehr gut so. Nicht bewegen, es klappt. Eine Sekunde noch. Wir holen dich raus. Du musst stillhalten. Das schaffst du doch. Wir haben dich gleich raus. So. Vorsicht. Ganz vorsichtig. Nein, sehr gut so. Okay. Schnell, wir bringen sie ins Labor. Wie lange saß sie fest in dem Zeug? Eine halbe Stunde vielleicht. Wie geht's ihr jetzt? Physisch wieder vollkommen normal.
Ich hätte gern Proben von diesem Stoff. Hab ich schon eingepackt. Hey Mia, geht's schon besser? Ich hab wohl Panik bekommen. Das war keine Panik, du hattest allen Grund. Wofür haltet ihr das Zeug? Es sieht aus wie ein Gespinst. Sowas wie Spinnenweben. Unsere Kryptozoologen sollen beweisen, was sie drauf haben. Das dürfte aber eine verdammt fette Spinne sein. Eine ganz dicke Spinne. Was tun Sie hier? Ich schaffe das wieder ins Zentrallabor. Warten Sie. Ich verstehe das nicht. Aber natürlich nicht, Mia. Sie stecken zu tief drin. Wie komme ich wieder raus? Sie wissen wie. Aber Claire. Mia? Was wollte Claire hier? Claire war nicht hier. Sie war nicht gerade im Badezimmer? Nein. Ist was nicht in Ordnung? Mia, geht's dir gut? Nein, offen gesagt. Hier, setz dich. Hey, was ist denn los? Ich wäre im Augenblick lieber nicht allein. Natürlich. Wenn du gern möchtest, kannst du hier schlafen. Danke. Hey, was hast du denn? Ich glaube, ich halluziniere. Vielleicht stimmt das ja. Meinst du wirklich? Möglicherweise kommt das noch von der Sache mit diesen Spinnenweben. Wieso denkst du das? Wir wissen noch nicht, was das für ein Stoff ist. Wie sieht's aus, Claire? Unsere ersten Untersuchungen dieser Substanz zeigen, dass ihre Eigenschaften vergleichbar mit flüssiger Seide sind. Also wie Spinnenweben? Ja, das hatten unsere Kryptozoologen auch schon angenommen, aber es hat keine Kohlenstoffbasis. Alles Leben auf unserer Erde beruht doch auf Kohlenstoff. Rein theoretisch. Aber die Substanz stammt eventuell nicht von der Erde. Sind wir mit gefährlichen Stoffen in Berührung gekommen, Claire? Unsere sämtlichen Untersuchungen haben keine Giftstoffe zutage gefördert, also dürfen wir davon ausgehen, dass es nicht gesundheitsgefährdend ist. Ob es vielleicht Halluzinationen hervorruft? Das wäre neu für uns. Wieso? Ich überlege nur. Warum? Ich bin unstillbar wissbegierig. Bin ich auch. Wir haben viel zu tun. Peter? Können wir los? Es wäre vielleicht besser, wir setzen Mia ins Labor, damit sie weiterforschen kann. Damit waren Sie doch fertig. Wir sollten da noch Einzelheiten vertiefen. Vorläufig sollte sie nicht mit ins Lagerhaus. Sie sind nicht der Babysitter. Sie ist vielleicht schwerer traumatisiert, als wir dachten. In diesem Netz zu hängen, war ein ziemlicher Schock. Es wäre nie so weit gekommen, wenn Sie ein bisschen konzentrierter arbeiten würden. Würden Sie sie bitte mit der gleichen Nachsicht behandeln, wie wir sie jedem Wahrnehmer entgegenbringen? Sie sollte es verkraften können. Ermittlerin, Lindsay, wir alle haben schon mal etwas erlebt, über das wir lieber nicht mehr nachdenken, oder? Aber das entschuldigt nicht fahrlässiges, unkalkulierbares Verhalten. Sie könnten das eine Mal etwas nachsichtig. Ich habe weiß Gott oft genug bewiesen, dass ich Nachsicht übe, aber wenn sie nicht vollwertig für dieses Team arbeitet, sollte Anton sie vorläufig beurlauben. Sie und ich schaffen das allein. Wir brauchen Mia nicht. Bitte, in dem Fall will ich empfehlen, dass sie sich beurlauben lässt.
Machen Sie ein Bild davon, ja? Dieses Zeug ist ja Wahnsinn. Es hat alles mit dem Netz zu tun. Es ist verbunden. Ich kann dich hören. Natürlich kannst du. Wir kommunizieren telepathisch. Was willst du? Bleib weg. Ich verstehe nicht. Weg wovon denn? Bleib weg von dem ersten Gebäude. Dem Lagerhaus. Zerstört nicht meinen Zufluchtsort. Wir wollen dir nichts Böses. Hol sie heraus. Lindsay und Peter. Wenn sie zu nahe kommen, sterben sie. Tu ihnen nichts, bitte. Ich werde tun, was ich tun muss. Es ist so unglaublich viel. Wo ein Netz ist, gibt es meist einen Weber. Ihre Riesenspinnentheorie? Das wird sich herausfinden lassen. Das nur sein. Wenn ich raten darf, es ist der Weber. Es sieht aus wie eine Art Kokon. Morgen. Gut geschlafen? Wie ein Murmeltier. Keine Augenreizung? Überempfindlichkeit? Kopfschmerzen? Mir fehlt nichts. Sie sehen gesund aus. Hab mich nie besser gefühlt. Sie sollten sich lieber mal untersuchen lassen. Das wäre doch wohl überreagiert. Peter, wir haben keine Ahnung, was für Bakterien, Pilze, Mikroorganismen in diesem Ding stecken. Wir kriegen die Analyse so bald wie möglich zugeschickt. Augenblick mal. Das heißt, Sie melden das nicht? Wir haben einen Kokon mit einem Wesen gefunden. Mehr war nicht. Seien Sie unbesorgt. Aber ich träume Dinge, die danach tatsächlich passieren. Präkognitives Träumen ist sehr verbreitet. Das passiert mir auch oft. Ist das wahr? Mhm. Man bekommt nützliche Informationen. Man bereitet sich so auf eine Situation vor, noch bevor sie passiert. Und das soll normal sein? Es liegt im Rahmen des Normalen, ja. Ganz besonders, wenn Sie sich mit der Bedeutung Ihrer Träume gerade so intensiv beschäftigen. Es will mir eben nicht einleuchten, was da passiert. Das braucht Erfahrung. Das ist fast so wie beim Gerätetauchen. Erklären Sie mir das? Gern. Sie möchten am liebsten zum Korallenriff tauchen, wo die vielen bunten Fische sind. Er meint Erinnerungen. Verstehe. Und Sie müssen immer genau wissen, wo Sie sich befinden, in Beziehung zur Wasseroberfläche. Ich weiß von solchen Tauchunfällen, wo die Taucher tiefer schwimmen, anstatt aufzutauchen. Ja, die Tiefe hypnotisiert Sie förmlich. Also dann darf ich nur nicht vergessen, in welcher Richtung das Licht ist. Wenn wir es so sagen wollen, ja.
Was erschreckst du mich so? Das wollte ich nicht. Was gibt's? Es ist Peter. Ich fürchte, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Wieso? Gerade eben sind so merkwürdige Geräusche aus seinem Zimmer gekommen. Was für Geräusche? Kann ich nicht genau sagen. Für mich klang es ein bisschen wie Funksignale. Wo willst du hin? Wann war Peter wieder hier? Weiß ich auch nicht. Hat er was Schweres getragen? Ich habe ihn nicht gesehen. Wie gesagt, ich habe nur Geräusche gehört. Alles klar. Komm mit. Hörst du das? Ja, das sind die Geräusche. Komm mit. Komm schon. An der Oberfläche der Dinge erscheint nichts so, wie es ist. Und doch ist alles, das unwirklich erscheint, bedeutend wirklicher, als die Oberfläche der Dinge zu sein scheint. Wir haben noch einen Wunsch, Freunde. Eins von meinen Lieblingsliedern. Dieses hier ist für Susan im Code Susan. Mein Schatz, Robbie liebt dich immer noch. Ich hasse dieses Lied. Ist ja merkwürdig. Ich war sicher, er wäre hier. Lindsay, wieso glaubst du, dass was mit Peter ist? Doch nicht nur wegen der Geräusche, oder? Als Peter und ich den Kokon fanden, hat er ihn angefasst. Und die Spuren dabei vielleicht inhaliert. Wie kommst du denn darauf? Wie kommst du auf diese Spuren? Weil ich davon geträumt habe. Du meinst, bevor es passiert ist? Ja. Was ist denn? In diesem Traum ist Peter gestorben. Du wirst unserer Transmutation nicht im Wege stehen. Vernichtung ist unsere letzte Zuflucht. Ich verstehe absolut nicht, was du meinst. Was soll mit Transmutation und Vernichtung sein? Du weißt zu viel. Ich weiß so gut wie gar nichts. Ich bin nur ein paranormaler Ermittler, der seine Aufträge ausführt. Lieber Gott, Mia, was hast du getan? Ihn ermordet. Ich habe ihn erschossen, verstehen Sie nicht? Ich habe ihn ermordet und es war ein tolles Gefühl. Das war das Adrenalin, der Kampf- oder Fluchtmechanismus. Das ist natürlich. Natürlich? Ich habe ihn abgeknallt. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Sie sollten mich vom Projekt abziehen. Ich bin eindeutig durchgedreht. Das ist absolut nicht nötig. Wie Sie sich verhalten haben, war beispielhaft. Wie können Sie das sagen? Mia, wir haben erwartet, dass in diesem Stadium des Prozesses etwas derartiges passiert. Aber vorwarnen konnten Sie mich wohl nicht.
Es war für sie nötig, das selbst herauszufinden. Und ich musste wissen, wie sie es handhaben. Ist das schmerzhaft? Kann man nicht sagen. Es fühlt sich ähnlich an wie Akupunktur. Vielen Dank, dass Sie kommen, Lindsay. Was wird das hier, Anton? Wir arbeiten seit einem Jahr an einer völlig neuen Technologie mit großem Erfolg. Wir haben sie nur bis heute in ihrem vollen Umfang noch nicht genutzt. Und warum hier? Bitte sehr, danke. Anton. Schön, dass Sie kommen, Peter. Und was haben Sie Großes vor? Ich wollte Sie und Lindsay bitten, an einem Projekt, an dem wir arbeiten, teilzuhaben. Wir führen Versuche durch, um die Auswirkungen paranormaler Ermittlungsarbeit auf den Ermittler zu erforschen. Und Mia hat dabei als Wahrnehmerin mitgewirkt. Sie meinen wohl damit, jedes Mal, wenn Mia vom normalen Dienst hierher gerufen wurde, hat sie für Sie Experimente gemacht? Ja. Mia befand sich in einer Ausbildung. Sie hat dabei die Fähigkeit entwickelt, nach Belieben die verschiedenen Ebenen ihres Bewusstseins zu durchwandern. Warum Mia? Als gerade neu Rekrutierte war sie am besten geeignet. Obendrein hat sie die angeborene Fähigkeit zu luziden Träumen. Aber was sollte die Geheimhaltung, Anton? Ich wollte, dass Sie beide völlig objektiv sind. Wozu? Um Mias Erinnerungen zu verifizieren. Was meinen Sie damit, Erinnerungen verifizieren? Wir haben vor, Ihnen das vorzuführen. Wir haben eine neue Technologie entwickelt und die gestattet Zugriff auf die Bilder des inneren Auges. Und wir machen heute unseren ersten Versuch damit. Also gut, Mia. Jetzt bewegen Sie sich bitte zurück. Bis zu dem Tag, an dem Sie angefangen haben, für das OSIR zu arbeiten. Führen Sie sich vor Augen, was an jenem Tag alles geschehen ist. Geht es jetzt weiter? Abwarten. Das ist unfassbar. Hallo, Peter X. Es freut mich sehr. Herzlich willkommen beim OSRA, Mia. Nun bewegen Sie sich vorwärts. Zu Ihrem ersten Auftrag als Leiter der Ermittlung. Soll ich diesmal die Ermittlung leiten, Anton? Ich denke, die richtige wäre wohl Miss Stone für Sie. Wie wär's? Ich übernehme die Recherche und Sie die Befragung. Ja. Stimmt, so war das. Sie nehmen die Bilder direkt von der Großhirnrinde ab? Großhirnrinde, Cerebellum und Hypothalamus. Das ist Wahnsinn. So, Mia, gehen Sie nun noch etwas weiter vorwärts zu Ihrer Untersuchung dieses Tempels in Los Angeles. Ich verstehe nicht, wieso wir da nicht weiter ermitteln. Diese Fragen übersteigen bei weitem unser Fachwissen. Wir hätten doch weiter Verbindung mit ihr. Lindsay, kann überhaupt nichts passieren, wenn wir vorsichtig vorgehen. Auf keinen Fall bringe ich Lindsay in Gefahr. Verstanden? Das haben Sie gesagt? Wort für Wort. Also, um ehrlich zu sein, das ist es doch. Ernsthaft, wann? Eine lange Geschichte. Gut, Mia. Bewegen Sie sich noch weiter vorwärts.
Zu Ihrer aktuellen Untersuchung des Fürstenlagerhauses. Das sollte noch bessere Bilder geben. Wir experimentieren schon länger mit diesen Erinnerungen. Gott, Sie haben mich zu Tode erschreckt. Wir sollten Sie nicht mehr zum Lagerhaus mitnehmen. Sie sind nicht der Babysitter. Sie ist vielleicht schwerer traumatisiert, als wir glauben. Das wäre nie passiert, wenn Sie konzentrierter arbeiten würden. Sie sollte das verkraften. Sie ist doch ein Ermittler. Fahrlässiges, unkalkulierbares Verhalten. Da hat sie wohl zugehört. Ja. Untersuchungen dieser Substanz zeigen, dass ihre Eigenschaften vergleichbar mit flüssiger Seide sind. Sekunde, was war das? Das muss aus einem Traum stammen. Konnten Sie das sehen, Anton? Ja. Sie sollten jetzt wieder hinaufkommen. Sie müssen an die Oberfläche kommen. Bewegen Sie sich hinauf ins Bewusstsein. Ich kann nicht wieder raus! Ich kann nicht wieder raus! Mia, kommen Sie an die Oberfläche. Ihre Herzfrequenz steigt dramatisch an. Gehirnstromaktivität völlig unkontrolliert. Sie kann nicht heraufkommen. Anton, tun Sie irgendwas! Alles unter Kontrolle. Mia, ich werde jetzt von 1 bis 10 zählen. Wenn Sie die 10 hören, sind Sie vollkommen wach. Voll in der Wirklichkeit und sich Ihrer bewusst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sie ist vermutlich desorientiert. Sie versinkt immer tiefer. Auf der Zeitebene weiter zurückbringen. Mia, gehen Sie zurück in eine ruhigere Zeit, bevor Sie Mitarbeiterin beim OSIA wurden. Beruhigen Sie sich. Gehen Sie noch weiter zurück, noch weiter, bis zu der Zeit vor Ihrer Arbeit hier. Keine Lebenszeichen. Verzeihung. Ja? Ich bin Mia Stone. Aber sicher doch. Bitte setzen Sie sich. Kaffee? Nein, danke. Nun, ich darf Ihnen gratulieren, Mia. Die Rekrutierungsphase haben Sie mit fliegenden Fahnen absolviert. Wirklich? Sie nehmen mich? Ich bringe Sie zu einem unserer besten Teams. Um genau zu sein, es ist mein altes Team. Sie ersetzen mich, wenn man so will. Ich glaub's noch gar nicht. Ich danke Ihnen. Willkommen beim OSIR. Ich biete Ihnen außerdem die Teilnahme an einem besonderen Projekt an, jenseits Ihrer normalen Arbeit, wenn Sie bereit sind. Ein besonderes Projekt? Wir führen eine Serie von Experimenten durch, die sich mit der Auswirkung paranormaler Ermittlungstätigkeit auf den Ermittler befassen. Wahrscheinlich mit neuester Technologie, Cortex-Tapping, Neuroimaging. Nein, nicht so Technisches.
Wir arbeiten vielmehr mit Träumen und Gefühlen. Unser Ansatz ist primär therapeutisch. Wir erforschen ihr Bewusstsein durch Analyse und Diskussion und Hypnose. Also? Klingt so, als ob mir das liegt. Gern. Das ist ein streng vertrauliches Projekt. Sie werden über Ihre Erfahrungen mit niemandem sprechen, nicht einmal mit den Leuten, mit denen Sie arbeiten. Können Sie ein Geheimnis für sich behalten? Ich schweige wie eine Auster. Ausgezeichnet. Die paranormale Forschung definiert sich über ihr Bemühen, Undenkbares zu beweisen, Unglaubliches glaubhaft zu machen und die Geheimnisse des Lebens zu erforschen. Ungeahnte Wahrheiten faszinieren und erschüttern uns oft. Aber fragen Sie sich selbst, wenn tatsächlich mächtige Kräfte unser Leben bestimmen sollten, von denen wir noch nichts ahnen, wollten wir ihnen dann gegenübertreten? Oder ziehen wir doch die Bequemlichkeit und Geborgenheit des Unwissens vor? Ich bin Dan Aykroyd für Psi-Factor.